Hallo meine Pokéfreunde und Pokénenten zu einer weiteren Folge Pokémon Blau. Wir sind hier stehen geblieben an diesem Punkt. Ich habe ein bisschen offscreen meinen Taubsi trainiert. Es ist jetzt schon Level 9, genauso wie Skröte. Neue Attacken hat Patek, glaube ich, noch erlernt, ja. Nämlich Sandwirbel. Und Skröte nichts. Nein. Gut. Dann, ja. Ich habe ein bisschen vorgespult die ganze Zeit, deshalb habe ich hier eine 1-Stunden Spielzeit. Aber das soll jetzt nicht stören. Ich meine, die Spielzeit, die juckt uns eh nicht. Wir machen ja keine 0 Minuten und 0 Sekunden Spielzeit. Für die Leute, die das verstehen. So. Ein wildes Raupi. Oh, ich habe auch Patek noch vorne. Ja gut, ich wollte eigentlich Patek nicht vorne. Egal. Ich glaube sogar, der ist sehr effektiv. Obwohl, gab es damit schon? Also sehr aktiv weiß ich schon, das gab es natürlich. Aber sowas mit Flug. Oder gab es damals Flug noch nicht? Und Taubs ist normal. Sollen wir mal nachschauen. Erstmal so ein bisschen Pokémon vorspulen. Also wie gesagt, hin und wieder spule ich mal so ein bisschen vor. Weil das sonst langweilig ist. Das sind ja ganz normale Kämpfe. Außer, wenn ihr nicht wollt, dass ich ein bisschen vorspule, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich nehme das gerade auf, als ich genau in dem Moment, wo ich das gerade aufnehme jetzt, habe ich schon die zweite Folge hochgeladen. So, welchen Typ ist der? Normal Flug. Ja, Flug gab es damals schon. Okay, das ist seltsam. Wie auch immer, wir gelangen in den Wald. Aber erstmal sprechen wir mit den Leuten im Haus. Hast du schon einen Radfratz gefangen? Es ist klein, aber sein Biss ist heftig. Richtig heftig? Okay. Du gehst in den Vitania-Wald? Sei auf der Hut. Dort verläuft man sich vielleicht. Leicht und vielleicht. Da hat die recht. Denn der Wald ist ziemlich groß. Steht hier. Tipps für Trainer. Geschwächte Pokémon sind leichter zu fangen. Sind sie bei Kräften, können sie fliehen. Richtig. Hier gibt es ein Item, glaube ich. Irgendwo gab es ein Item. Da. Manche Items weiß ich, aber nur selten welche. Und du? Was sagst du? Meine Freunde und ich haben dich schon erwartet. Unsere Pokémon wollen kämpfen. Aber ich habe keine. Okay, gut. Ich würde sagen, da gab es ein Item. Nein, gab es nicht. Scheiße. Da gab es, glaube ich, ein Item. Aber das machen wir jetzt nicht. Und wieso merke ich erst jetzt, dass die Musik gerade aus... sag mal, von der Verbrecherbande ist. Das ist die Verbrecherbandenmusik. Das merke ich erst jetzt. Das ist gar nicht. Obwohl, ich glaube, die haben das damals für beides benutzt. Hört ihr das? Wisst ihr, was ich meine, Leute? Ich möchte nicht zu viel spoilern für die Leute, die das Spiel nicht kennen. Du greifst nicht an. Verdammt, mir sind die Pokébälle ausgegangen. Wie fange ich nun bloß Pokémon? Du solltest immer genug Pokébälle bei dir haben. Ich habe nur 2 leider. Ist nicht sogar das Beste. Da drauf steht, ist mir jetzt egal. Obwohl, ich will ja alles zeigen. Na komm. Tipps für Trainer. Wenn du Kämpfe meiden möchtest, bleibe hohem Gras fern. Ja toll. Das Schild ist im hohem Gras. Der will kämpfen, wetten. War klar. Hey, du hast auch Pokémon. Los, lass uns kämpfen. Da ist unser erster Trainerkampf. Käfersammler möchte kämpfen. Ein Hornyu. Oh, das sieht relativ gut aus. Mir fällt es jetzt auf, wie taub sie eigentlich jetzt bei mir gerade aussieht. Sieht aus, als wäre das Weiße, dieser Strich am Gesicht, so eine Träne oder das würde weinen. Ach was, unser Taubsi würde doch nicht weinen. Wieso denn? Mist, ich hätte eigentlich Dings drauf vorne setzen sollen. Ich mache das jetzt auch. So, ein bisschen vorspulen. Irgendwie mag ich das auch nicht so richtig mit Vorspulen, aber hin und wieder mache ich es mal. Außer, ihr wollt es nicht, wie gesagt. Ach, als ob, wegen Giftstachel bin ich jetzt vergiftet. Ja, toll, ich habe keinen Giftheiler. Da muss ich zurückklatschen. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Nein. Jetzt will ich tauschen, damit ich die Erfahrung auch noch bekomme. Weiß nicht, ob es damals schon einen EP-Teiler gab. Wenn ja, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben.
aber das. Damals war das noch so, dass es nur ein Pokémon anstatt allen Pokémon der Pika gegeben hat. Das ist, finde ich, ein bisschen anstrengend ist. Meiner Meinung nach. Ich höre auch mal jetzt auf. Den Rest der Folge mit Vorspulen. So. Was soll ich noch so sagen? Tja, ungefähr, ich weiß auch jetzt ungefähr, wann. Ah, Raupi hat es nicht geschafft. Ich weiß auch ungefähr, wann sich die Pokémon leveln, also entwickeln, die ich gerade bei mir habe. Und dieses Blinken, das liegt daran, dass mein Pokémon vergiftet ist. Und dann kommt dieses Symbol, also dieses, ne? So ein Blinken kriege ich einen KP-Abzug. Ich glaube, Shiggy wird auch jetzt down gehen. Oder? Schaffen wir es, Leute? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich muss ehrlich sagen, wenn man die ganze Zeit vorspult, dann ist es langweilig. Ja, als ob. Direkt davor ist es tot. Komm, heile mal ein bisschen. Ja, heilen. Bim, bim, bidu, bim. So, unsere Pokis wurden geheilt. Wir setzen unser Pokémon jetzt auf die erste Stelle. Das Kröte braucht ja auch ein paar Erfahrungspunkte. Also die entwickeln sich beide ungefähr auf Level 16, so ungefähr. Also es ist schon ein weites Stückchen. Wir sind noch nicht ganz bereit für Gary. Auch wenn ich jetzt schon viel besser bin und trainiert habe. Ich möchte erstmal den Wald schaffen. Ja, ich möchte erstmal den Wald schaffen. Oh, nice. Das ist ein Pokéball, aber da kommen wir nicht hin. Denn wir haben keinen Weg, diesen Baum zu verbrennen oder was auch immer. Das kommt aber auch erst später. Gut. Übrigens, auf dem auf den Game Boy Color, das ist danach gekommen, da hatte der Game Boy endlich mal Farbe. Da konnte man das Spiel auch mit Farbe spielen, aber im Emulator geht das irgendwie nicht. Hi, was kämpfen? Hey, ein Pokémon-Trainer stiehlt nicht sich nicht so einfach davon. Okay. Was immer du sagst, Käfersammler. Dim, dim, du, du, du. Noch ein Hornyu. Los, Kröte. Weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ich sag's jetzt nochmal. Ich habe mein ganzes Team schon geplant, also keine Chance, dass ihr jetzt noch irgendwo schreibt. Hey, kannst du mich bitte reintun und alles? Ich habe mein ganzes Team schon geplant. Und ja, das war schon ein bisschen anstrengend. Naja. Namen, also mein Taubsi, das ist der einzige, bei dem ich einen Namen habe von jemandem. Vor allem, weil ich für die anderen keine richtige Idee habe. Oh, Level 10, nice. Aber jetzt ist Patex allein mit Level 10, das ist nicht gut. Ja, ich möchte gerne tauschen mit Skröte. Kokuna, was? Was ist das für ein Sprite? Sieht ja ganz normal aus, aber es hat Hände. Es hat fucking Hände. Es ist noch kein Bieber. Es wird noch zu einem. Aber es hat schon Hände. Was zum Teufel? Alter, Game Freak. Was ist los bei euch? Ja, ja. Wieso greife ich an? Ist aber blöd, dass jetzt Skröte nicht mehr so viel Level hat. Ich habe Pertex zu hoch gelevelt. Ja, wenn ihr irgendwelche Themen habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, weil ihr merkt, also ich habe nichts zu sagen. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll und es ist sonst ein bisschen träge und ein bisschen langweilig. Und das wollen wir ja nicht. Och, geh mir weg mit deinem Härtner, Alter. Bam, da ist er down. Da ist er down. Ja, es konnte endlich auch mal Level 10. So, Hornliu. Ja, ich möchte nochmal tauschen mit Skröte. Was mache ich? Oh, meine Augen. Es ist irgendwie, ich weiß nicht. Also, man gewöhnt sich so ein bisschen an das Spiel so, weil es halt so ein bisschen alt ist. Ich habe mich jetzt endlich mal so ein bisschen gewöhnt dran. Und ich glaube, das wird ein sehr cooles Projekt. Und
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der Kampf dauert zu lang. Lass uns einfach gehen. Oh, ich habe kein kampfbereites Pokémon mehr. Tja, danke für das Geld. Tipps für Trainer. Du kannst deine Pokédex jederzeit von Professor Eich via PC bewerten lassen. Was das bringt? Keine Ahnung. Das ist ein Item. Gegengift. Ja, das hätte ich gebrauchen können. Na toll. Bin ich überhaupt im richtigen Weg? Oh, fuck, ich hab Angst. Ich geh runter. Richtige Entscheidung? Ja. Ah, stimmt. Da ist jetzt ein Gegner. Nee. Ah, der kommt auf der ersten Seite. Aber da ist dann ein Gegner und bei dem kann man dann ein Level 100er Glitch machen. Viele kennen das auch. Lol, jetzt kommt ganz kein Pokémon. Episch. Ja, lol. Warte. Nein. Tipps für Trainer. Es ist verboten, anderen Trainern Pokémon zu stehlen. Fang nur wilde Pokémon. Bin ich... Wo, lol, wo bin ich? Oh. Trainer, gibt es also Unterschiede mit Trainern? Wieso ist da oben schon das Ende? LOL! Random, richtig random, einfach ein Item gefunden. Na komm, lass kämpfen. Hä? Oh, lol. Ich hoffe, ich verbug das Spiel jetzt dadurch nicht, dass ich jetzt gerade gegen einen Raupi kämpfe, anstatt gegen den Trainer. LOL, ich bin gerade so richtig confused. Ich dachte, da wären noch mehr Trainer als so der eine. Oder habe ich einfach alle, mich in einfach alle umgangen? Ihr könnt mir gerne kommt. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob da noch welche Trainer sind. Okay, ganz normal, okay. Hey, warte mal, warum die Eile? Weil ich dachte eigentlich, da wären halt noch welche, aber ich glaube, ich bin den einfach umgangen. Ja. Könnt ihr es mir gerne in den Kommentaren bestätigen? Wir werden heute noch in die erste Arena gehen. Denn in der nächsten Stadt, Marmoria City, glaube ich, heißt die. Gibt es auch eine Arena? Mit Shiggy sind wir sogar richtig gut dabei. Also das wird easy. Also das werden wir 100% schaffen. Und wenn mein Shiggy down geht, dürft ihr alle disliken. Aber das wird eh nicht passieren, ich sag's euch. Und wieso rede ich so? Ich weiß es nicht. Aber hier im Wald ist auf jeden Fall unser Taubsi sehr, sehr effektiv. Hier gibt es sogar ein Hier kann man sogar ein Pikachu fangen in dem Wald. Aber das tue ich nicht. Ob wir den Pokédex vollfüllen, das weiß ich noch nicht genau. Hatte ich eigentlich vor, aber bin mir nicht sicher. Uff, du bist zu gut. Ich gebe auf. Gute Wahl, mein Freund. Lieber aufgeben, anstatt gegen mich zu kämpfen. Das war's schon. Auf Wiedersehen im Vertania-Wald. Der nächste Ort ist Marmoria City. Ey, Leute, tatsächlich. Alles klar. Keine Trainer. Einfach so richtig easy, alles geskippt. Was ist... Okay, Leute. Lasst uns mal 10 Sekunden über nachdenken, wie der Mann aussieht. Er sieht aus, als wäre da jemand... Irgendwie so ein Clown. Oder jemand mit einer Maske auf. Er sieht auf jeden Fall sehr creepy aus. Achte auf Büsche am Wegesrand. Pokémon können sie mit einer Spezialtechnik klein hacken. Aber die haben wir nicht. Verrückter alter Mann. Viele Pokémon leben in Höhlen und Wäldern. Du solltest dich überall umsehen, um verschiedene Pokémon zu finden. Hat er recht. Ja, genau. Die können wir nicht zerstören, weil wir noch keinen zerhacken haben. Hier gibt es auch Pokémon. Aber die ignoriere ich jetzt. Ja, oh ne, komm. Das eine kämpfen wir. Einfach so. Vielleicht werden wir auch die Arena schon schaffen. Kommt drauf an, 7 Minuten. Ich weiß nicht, ob das... Also ungefähr 7 Minuten so. Wollen wir das Taubsi bekämpfen? Ja, komm, Blubber. Übrigens spiele ich mit Tastatur und nicht mit Controller. Ganz leicht. Es liegt ganz leicht daran, dass ich keinen Controller habe, lol. Zumindest keinen, der hier anschließt, dass ich hier anschließen lasse an meinem PC. Gut, dann sind wir in Marmoria City und es hat die gleiche Musik. Tipps für Trainer. Unabhängig von der Dauer seines Einsatzes erhält jedes Pokémon für die Teilnahme an einem Kampf Erfahrungspunkte. EP. Genau. Hier haben wir ein Haus. Das sieht irgendwie ein bisschen aus wie Gary. Pokémon sind einfacher zu fangen, wenn sie verletzt sind oder schlafen. Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie. Doch mit
mit einem bestimmten Beispiel. Mit wachsender Erfahrung lernen Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann ihnen jedoch nur ein Trainer beibringen. Ach, nur ein Trainer beibringen, nicht ein Trainer beibringen. Okay, gut. Hier ist nix. Ist nur mal Wald. Hier ist der Pokémon Center. Hallo? Hier gibt es nur wenige ernsthafte Pokémon-Trainer. Aber Rocco, der Arenaleiter von Marmoria City, versteht sein Geschäft. Aha, Rocco. Bestimmt hat er Stein-Pokémon. Wegen seinem Namen. Würde passen. Ich bin wieder da, so. Von Pomelos Gesang werden Pokémon ganz müde. Und anscheinend ich auch. Okay, lass mal hören. Also ich schlaf da jetzt nicht ein, aber ich find's ganz okay. Ich find's ganz süß. Süß, süß. Du bist auch schon wieder da. Verfolgt ihr mich? Was? Das Team Rocket befindet sich auf dem Mondberg? Das muss ich sofort melden. Verschwinde. Okay, ja. Wer ist denn Team Rocket? Ist das irgendein berühmtes Team oder so? Naja. Lass uns erstmal von Schwester Joy heilen. Bop, bop. Unser drittes Teammitglied weiß ich noch nicht ganz genau, wo man es bekommt. Auf jeden Fall Pokémon Blau. Vielleicht sogar Pokémon Blau Only. Kann sein. Bin mir nicht sicher. Ansonsten schaue ich nochmal im Internet nach. Aber jetzt, zu dem Zeitpunkt kann man es nicht bekommen? Weiß ich nicht genau. Psst! Weißt du, was ich hier mache? Nö. Ich versprühe Schutz, um Pokémon von meinem Garten fernzuhalten. Alles klar. Marmoria City, die steingraue Stadt. Also grau ist sie eh alles im Spiel, also macht's. Es ist kein Wunder. Was ist hier? Achtung! Diebe haben Pokémon-Fossilien vom Mondberg gestohlen. Wenn sie sachdienliche Hinweise haben, wenden sie sich bitte an die Polizei in Marmoria City. Und du? Warte, mit dem reden wir gleich. Bei dem gibt's nämlich eine richtig coole Story. Hast du schon ein Museum? Nein. Wirklich nicht? Es ist aber einen Besuch wert. Ich bewege mich nicht. Ach man, die Musik ist schon vorbei. Es ist gleich da drüben. Nicht direkt vor deiner Nase, da drüben. Man muss zwar Eintritt bezahlen, aber das ist es wert. Ich krieg dafür übrigens ein bisschen Geld. Lol, ich bin da direkt nach unten gegangen, ist einfach disappeared. Alles klar. Marmoria City, Wissenschaftsmuseum. Aber da gehen wir erst nach dem Arenaleiter hin, würde ich sagen. Was ist hier noch? Nidoran, sitz! Nidoran. Das sieht nicht aus wie Nidoran, das sieht aus wie so ein... etwas. Wie ein Monster. Unser Pokémon ist ein Außenseiter. Deshalb ist es schwer zu erziehen. Ein Außenseiter ist ein Pokémon, das man in einem Tausch erhält. Es entwickelt sich rasch. Doch im Kampf kann es vorkommen, dass es unerfahrenen Trainer nicht gehorcht. Wenn wir doch nur ein paar Orden hätten. Das stimmt. Zum Beispiel, welches mein Shigi auf Level 20 trainieren würde es mir nicht mehr gehorchen, weil ab einem bestimmten Level gehorchen die nicht mehr, außer man hat einen Orden. Dann ändert das was. Wir reden jetzt mal mit dem, weil der sagt was Witziges. Der verändert einen, dass wir ohne den ersten Orden hier weggehen. Da gibt es sogar einen Glitch, dass man da nicht durch, dass man doch trotzdem durch kann. Aber den mache ich jetzt auch nicht. Du bist Trainer? Rocco ist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderern. Egal, folge mir. Habt ihr gesehen, mein Kara wusste nicht, wo lang. Der backt ein bisschen rum, ne? Schüttelt ein bisschen. Und jetzt passt genau auf. Ihr habt ja gesehen, rechts ist eine Mauer. Also man muss außen rum gehen, ne? Jetzt achtet gleich mal. Wenn du genug Mumm hast, dann versuche dich an Rocco. Er geht einfach nach rechts. Er geht einfach nach rechts. Er ist hier einfach durchgelatscht. Und wir mussten erstmal drumherum. Ist klar, Nintendo. Oder Game Freak halt.
Amora City, Pokémon-Arena, Arena-Leiter, Rocco. Der steinharte Pokémon-Trainer, wusste ich's doch. Ja, der Stein-Pokémon. Gerüchten zufolge sollen die Pipis vom Mond stammen. Nachdem der Mondstein auf dem Mondberg fiel, sind sie erstmals aufgetaucht. Okay. Gut, die Folge ist jetzt eigentlich schon zu Ende. Aber ich möchte nochmal die Musik hören. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir haben dann in der nächsten Folge hier ein bisschen was zu tun. Hallo, ein Kampf? Okay, hier wurde richtig was geändert. Nicht nur vom Mimo, sondern auch vom Pokémon Gelb und allem. Okay, das wundert mich schon. Oder ist es nur wegen Emulators, da was fehlt? Ich mache mir schon Sorgen. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Dann sehe ich, dass es euch gefällt. Ja. Oben kommt ihr auf meinen Kanal, könnt ihr auch gerne abonnieren. Links zur nächsten Folge und rechts die Playlist. Haut rein, Leute, und bis zum nächsten Mal. Pschuh.